Ja, die Gesichter kennt er. Beide wieder Top 8 in Halle. Dave wieder mit 6-0. Max mit 5-1, genau. Dave, wir fangen mit dir an. Ja, okay. Ja, wir spielen nicht mit Stat Attack. Ja, deswegen. Dave, du hast heute Pepe gespielt? Ja. Obwohl es Pepe eigentlich... Wurde überfahren so ein bisschen. Ja. Obwohl es ja eigentlich ein bisschen geschwächt wurde. Also immer noch stark, sagst du? Nein. Also ja, es ist noch stark, aber... Gut, fang mal an. Das ist nicht der Grund, warum ich 6-0. Da kann man ja keine Zeit verlieren. Ja, natürlich. Ja, erstmal hier die normale Performance. Ich bin nur ein, das ist ein kein Pendelmonster ist. Genau. Dann jedes nicht Pendelmonster bringt. Dann hier meine Top der Gear Engine. Ich finde, man kann eine zweite Satur spielen. Ja, kann man, aber es ist Top der Gear. Dann hier die... Also die Engine sind scheiße, plus der... Nein, das ist viel zu explosiv. Lass doch mal Dave machen. Das macht... Das ist das Einzige, was Spiele macht. Also nee, das nicht, die Traps machen das. Irgendwie spiegelt das ganz ziemlich krass. Oh, schon matt. Der ist kein Pendelmonster. Ja, aber die Engine ist zu gut. Macht Monarchen ein bisschen zu schaffen. So, jetzt erklär nochmal, warum du durch eine Rotan ein Amalgam runterspielst. Weil ich zwei Amalgam besser finde. Okay. Was soll ich denn mit der Rotan, wenn der eine Amalgam runter weg ist? Findest du Head Princess spielen? So, denn hier ganz, ganz toll. Eigentlich die Hauptkarte vom Deck konnte ich heute fast gar nicht nutzen. Der ist gut. Einmal werden niemals mehr, weil Dreier waren so scheiße. Der ist gut, weil Cosmo mit Cosmojo den Laster mal raus haben wollen und so. Und als Reptilzieher. Ja, Reptilzieher. Dann hier Augen. Ja, habe ich einmal heute aktiviert. Die ist gut, die ist immer gut. Hast du die? Ja, die ist auch gut, auch zweimal okay. Als ich es zweimal gezogen hatte, hatte ich den Twin Twister dazu und dazu war es wieder in Ordnung. Ja, der ist eigentlich scheiße, man kam auch nie gut, aber die Gegner hatten immer schlechter. Dann ganz viele Counter-Traps, hier Chaos Trap Wolf, falls man das nicht so gut erkennt. Das ist so erlaubt, ja? Eigentlich nicht, aber das ist nur Halle. Okay. Ja, man, den Text kann man lesen. Ja ganz viele Trap Wolves, es ging halt darum, mit denen kann ich gegen Cosmo spielen und mit denen kann ich gegen Monarch spielen, so dass ich mit Ariadne immer eine Negate suchen kann. Ja. Und die eine BTH für die Rafflesia. Ja. Alles klar. Ja, das ist super Main Deck. Ja, gewonnen habe ich meist, also ich habe gegen dreimal Monarch, zweimal Burning Abyss und einmal Cosmo gespielt. Cosmo hat zweimal ganz viele Flugzeuge gehabt. Gegen Monarch und Burning Abyss. Keine Ahnung, ich habe schlecht gezogen, sie schlechter, also ist echt krüppelig heute. Der ist mir. Ja, dann hier ein bisschen was vom Side Deck. Was ist denn hier? Trap-Eater ist interessant. Ja, der ist halt... Das Miner. Ne, Traps, gegen Cosmo kann man den immer boarden. Call und so ein Scheiß. Hier, guck mal, oh, ganz toll, da habe ich nie geboardet. Die habe ich nie gezogen. Die musste ich nie boarden, weil ich nie gegen Mermel oder... Boarst du mich gegen Burning Abyss? Habe ich gemacht, war eine Zeit lang beim Testen, aber nein. Das sind so Dweller und Dings. Ich habe die sogar geboardet gegen Burning Abyss. Geil. Einfach, weil es was eh behindert ist. Warum? Ja, mein Baum, richtig. Nee, ich habe fast gar nichts gebraucht. Der hier war wichtig. Ja. Und das hier ist gegen Cosmo ganz gut. Ansonsten das Regiki. Ansonsten mehr brauchte ich davon. Ich gar nicht. Also ich will zwei Karten im Side-Deck. Alles von mir geblieben. ja, extra Deck hier einfach mal ein bisschen aufgefüllt. Doppeldweller. Habe ich gebraucht gegen Burning Abyss. Ja. Dann so ein bisschen Standard. Keybeatle für Master of Restrict Lock oder Deck Lockdown Lock. Dann hier wieder ein paar Standard in Felgrand, weil ich die große Engine spiele. Gebraucht habe ich davon fast gar nichts. Keine Ahnung, ich könnte schon wieder die Hälfte davon kicken. Und ich würde noch einen Dark Flare Dragon. Vielleicht packe ich Dantes rein, damit ich mit meinen Dreiern was tun mache. Ich würde einen Dunkelfeuerdrachen spielen, damit du halt den Dark hast immer für den K-Beater. Und ein zweites Target für Instant. Alles klar, haben wir es mal auf Band. Dann viel Glück noch an Tops. Willst du noch jemanden grüßen? Will ich jemanden grüßen? Ja doch, alle die in Berlin geblieben sind. Ja, zum Beispiel Johannes, der verschlafen hat. Ja, der hat seine Wette verloren. Der hätte heute Tops kommen müssen. Alles klar, gut. Das war's dann mit dir. Und jetzt gehen wir zur anderen Seite. Ja, ich bin nämlich bei der dunklen Seite, der macht Spiel heute Cosmo. Ich hasse zwar Cosmo, aber es ist momentan meiner Meinung nach das konstanteste Deck, deswegen spiele ich es. Drei Tinken. Das Deck ist meiner Meinung nach Tinken Turbo. Ich glaube, das kommt von Marvel oder so, der Begriff. Ja, von irgendwelchen Amis. Von irgendwelchen Amis, okay, auf jeden Fall. Das ist die absolute Hauptkarte. Das ist jetzt der neue D-Nap. Also Cosmo kann man sagen, das ist der neue Satella. Und der ist der neue D-Nap. So, dann einmal den Zweier.
weil der halt alle möglichen Großen wiederholt und halt auch für OTKs pusht. Nur ein Farmgirl, man will das nicht mehr ziehen, man braucht das nur noch, um OTKs zu pushen. Eine Good Witch, ich will auf jeden Fall noch eine Wicked Witch spielen, aber ein Vierer muss man halt machen für diese, weil man immer zwei von den kleineren braucht für OTKs. Dann die Maschinen, drei mal den Slip Rider. Ja, das ist die zweitwichtigste Karte von den Großen. Zweimal den Vorrunner, eigentlich spiele ich nur einen, aber spiele zwei wegen Monarchen, weil der einfach doppeln kann und dann halt für OTK pusht. Ja, Dark Destroyer muss man nicht viel zu sagen. OP-ste Karte. Ein Eclipser. Den Eclipser, der ist halt einfach wichtig, auch gegen Monarchen. Wenn man den halt Setup mit Cosmojo, kann der Gegner halt Sturmkraft machen, holt dann halt das Fallmonster raus und dann nimmt man ihm halt ein Cosmojo das Fallmonster, hat kein Monster mehr auf dem Footboard selber und kann es auf die Hand nehmen. So, dann Zauberkarten, drei Tauen, die ist wichtig im Mirror Match oder halt allgemein für Ressourcen recyceln, drei Upstart für Deckspeed, drei Reasoning, ich spiele halt keine Handtrap, deswegen kann ich Reasoning spielen, drei Teleports, weil ich Tinkin haben möchte und dann zum Schluss die Traps, drei Cosmojo. Ja, das ist echt stark, also Mirror Match macht die klar, wenn die einen Laster rausnimmt, ist auch eigentlich fast schon gegen Pepe gewonnen. Die ist schon irgendwie OP gerade, weil der das noch Resolve zielt. Ein Warning, drei Strike, ja, das sind halt die besten Feinds im Moment, um Summons zu negieren. Drei Oasen und drei Calls. Ja, man will halt wirklich einfach nur diesen Tintern haben, die Karten in den Friedhof packen und dann halt mit den Calls möglichst wiederholen. Das macht einen halt auch nicht so anfällig gegen Karten wie Eisenmauer und so weiter. Und es ist halt einfach Wahnsinn, wenn ihr damit immer wieder Dark Destroyer wiederholt. Die Gegner haben einfach Probleme, dann den irgendwann auf die Dauer zu clearen. Gut. Jetzt die wichtigen Sachen. Mein Side-Deck, drei Düfte, habe ich nie geboardet. Ja, ich habe zweimal gegen Pepe gespielt, aber ich finde ihn eigentlich gar nicht so gut gegen Pepe. Ich weiß auch gar nicht, warum ich den spiele. Ich glaube, ich wollte halt einfach keine Cyber-Sachen-Engine spielen. Dann zwei Breakthrough-Skill. Dann haben wir Cancer-Trap spielen. Ja, einfach AIDS. Zwei Breakthrough-Skill gegen Monarchen, dass man halt im eigenen Zug den Aether halt verhindern kann. Die beste Karte gegen Monarchen, die Master Restriction, die hat mir zweimal das Match gewonnen direkt. Geht 2-0 dann halt. Drei System Down für Mirror Match. Drei Twin Twister, wenn ich Second gehen muss im Mirror Match oder gegen Pepe oder so. Und eine Ghost Ogre, damit ich mein Extra Deck benutzen kann. Mit Teleport, ne? Ja, mit Teleport, genau. Und mein Extra Deck, weil der OTKs finished, weil die auch Level 7 waren. Ich habe mir gedacht, ich spiele zwei Level 7 Monster. Ja, wegen halt Slip Rider, dass ich halt auf ihn gehen kann. Ich weiß, es fehlen jetzt die ganzen Sachen wie Vulkasaurier und so. Ich hatte keinen Bock heute früh, wo ich habe das Deck heute früh um 5 gebaut. Also ja. Keinen Bock. Ja, Jens hat mir früh um 5 schon angeschrieben, dass er mir die Karten bitte leihen soll. Ja, ein Leo, der ist gut im Mirror Match, weil der hat, da kommt eigentlich kein Cosmo-Monster dran vorbei und muss dann halt einen Call oder so irgendwas haben, um den wegzukriegen. Der ist krass, weil der auch für Game pusht. Man holt ihn halt, sprengt das komplette Feld und kriegt noch seine Cosmos meistens getriggert. Der macht, glaube ich, dasselbe. Ich habe keine Ahnung, was der gerade hat. Ich habe bis heute nicht durchgelesen. Passt denn nicht Ihr Timing bei dem? Nee, die sind alle F-Effekte. Okay, cool zu wissen. Der ist, glaube ich, gut, weil er mir Cosmos und Friedhof wieder reinpackt, aber dann kann ich Call nutzen. Keine Ahnung. Damit kann ich ein Cosmo-Monster von mir schießen, um Cosmo-Monster zu triggern. Das hier für Lock mit Mask of Restriction, der halt, weil ich ihn durchhören kann. War ein Stardust, ne? Ja, ein Stardust, genau. Der musste aber als Tribut dann anbieten. Der Clearwing, einfach so. Musst du den nicht als Tribut anbieten? Ja. Na, aber mein Gegner, das ist aber keine Tributbeschwörung. Das ist einfach nur, ich muss den opfern, um seinen Effekt zu machen. Ja, aber du kannst gar nicht tributen. Echt geil, dann spielst du nicht mehr ab nächsten Turnier. Gut. Jo, dann Rose. Antiker Feendrach. Ich habe den aber heute keinen einziges Mal rausgebracht. Ich habe nicht gecheatet. Und der. Auf jeden Fall neuer Spieler merkt man das, weiß er rein. Okay, und der halt noch. Da war noch was. Da früher gefunden, ja, das ist eine gute Idee. Ja, keine Ahnung, ich habe irgendwas reingeklatscht. Da fehlt halt auch über der Hälfte von den richtigen Extra-Deck-Sachen. Alles klar, Max. Das war mir ja bewiesen, dass du richtig viel Ahnung vom Spiel hast. Ja, ich habe mir gedacht, ich war die letzten zwei Tage feiern, weil das Semesterferien jetzt gerade angefangen haben. War die letzten zwei Tage eigentlich immer nur besoffen. Und habe mir gedacht, ich muss irgendwas spielen, wo ich nicht nachdenken muss, habe ich Cosmo gespielt. Ja, lief ja wohl. Einfach immer Tinkin gespielt und drei gesettet und dann habe ich meistens gewonnen. Ja, 5-1. Ja. Ist fürs Deck ganz gut. Ich will mal gucken, ich werde vielleicht auch in Prag spielen, wenn ich dann mich besaufen will. Weiß ich schon nicht. Gut, letzte Worte. Jo. Also ich grüße erstmal Umut, weil der auch gerne Cosmo spielt. Dann grüße ich Dave, der mich übrigens nicht gegrüßt hat. Richtig. Und zu guter Letzt... Willst du auch Cosmo? Und zu guter Letzt möchte ich heute Maximilian Kautz grüßen, der leider Gottes nach der ersten Runde in die Queue bekommen hat. Das tut mir sehr leid für ihn, es ist sehr schade drum. Wir wissen ja, er ist der beste Spieler auf dieser Welt, also nächstes Mal vielleicht dann. Ja, gut, danke euch beiden. Dann viel Spaß und viel Glück in Tops. Ja, hoffentlich müssen wir nicht gegeneinander spielen.